Ich bin am Ladepark Hilden mit dem lieben Ronny, der ja auch einen YouTube-Kanal hat. Den verlinke ich natürlich unten. Und Ronny ist hier mit dem coolen BYD Han. Tolles Auto, finde ich. Ich bin hier mit meinem Tesla Model Y Performance. Und was ist passiert? Tesla hat die Preise gesenkt und zwar nicht zu knapp. Du hast ein schönes Video gemacht, wo du es dokumentiert hast. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir wollen jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Es geht nur darum, warum zur Hölle hat Tesla das gemacht? Ich habe da eine ganz klare Antwort zu. Die Nachfrage ist gesunken. Und deswegen muss man die Preise anpassen. Nein, natürlich nicht. Die Preise werden angepasst, weil Tesla einfach merkt, dass sie von der Marge schon immer genug Platz hatten. Ja. Und das nutzen sie jetzt aus. Schamlos. Ja. Und das wird den Markt sowas von angreifen. Und ich sage immer noch, wartet mal ab, wenn der Kleine kommt. Apropos Preise, wir wollen nicht nur über Autos sprechen, sondern am Ende des Videos habe ich noch ein cooles Gadget für euch. Tesla macht sich ja selber die Preise schon so tief, dass sie sagen, pass mal auf Leute, wir haben jetzt einen Model 3 Standard Range, heißt ja nicht mehr so, aber Model 3, und den kriegst du für 37.000, abzüglich der BAFA schon, aber 37.000. Jetzt überleg doch mal, die machen sich schon den Wagen, der mal kommen soll, schon extrem niedrig. Mhm. Weil der muss ja noch billiger sein. Deswegen, ja. Darauf will ich hinaus. Na gut, der wird LFP-Akku haben, der wird natürlich von dem Preis her sehr günstig werden, aber was wir auf jeden Fall haben, wir haben natürlich Chinesen, die auf dem Markt drängen, die sind auch alle billig. Ich habe es dir gerade erzählt, der ID.3 wird in China für 19.000 Euro umgerechnet verkauft. Wenn ihr übrigens nachhaltige Fußmatten haben wollt oder ein paar coole Gadgets für euren Tesla, schaut mal rein bei Shop for Tesla. Die sind im Moment Sponsor bei mir im Kanal, bei dir glaube ich auch. Von da stehen wir hier richtig zusammen. Schaut mal in die Infobox, da findet ihr einen Link. Mit dem Gutscheincode DANZAI bekommt ihr 5% Rabatt für eure nächste Bestellung. Was mich jetzt stört ist, wenn du jetzt den BYD Han siehst, ich meine, du hast mir vorhin gesagt, 70.000 Euro. Diese Karre ist nett, sieht schön aus und ist gar nicht so schlecht, aber 70.000 Euro, mir wird immer erzählt, die Chinesen machen uns alle platt, die deutsche Autoindustrie ist am Arsch und Tesla ist eigentlich auch am Arsch, weil das werden die nicht mitgehen können. Ne? Also, wo ist denn das günstige Auto? Das ist das Problem bei uns in Deutschland. Ich habe so ein bisschen, weil auch das Gefühl, der Atto ist ja nicht billig. Der kostet, nee, 40, ab 40. Ja, ne? Ist ja auch nicht billig. Das Problem ist, der Atto wird für 25.000 Euro in China verkauft. Mhm. Und bei uns, ich weiß nicht, wie die auf die Marge kommen. Ich denke, das Problem ist unsere Autoindustrie. Wenn hier einer sein ID.3 für 41 roh anbietet, roh, da meine ich, ne, du hast natürlich nichts drin, keine schöne Farbe drauf, keine angeschnittenen Felgen, dann ist das ein Problem, wo der Chinese sagt, da komme ich hier mit rein, gar kein Problem. Aber im Endeffekt ist das für mich aber eine Leistung, die ich gerade bei VW immer wieder mit den Aufpreisen, und dann bist du ganz schnell über einen Model 3, dann bist du fast bei einem Model Y. Mhm. Model Y dann, keine Ahnung, kannst schon Long Range nehmen, wenn du noch alles drin haben willst. Also ich sage ganz klar, die Preise, das war noch nicht Ende, das ist auf gar keinen Fall. Mhm. Also wir haben jetzt gesehen, S und X, 10.000 Euro. Das ist ordentlich, ne? 10 Riesen. 10.000? Er hier ist übrigens 4.000 Euro billiger geworden. Ne? Ich habe dafür 65 bezahlt. Das ist jetzt bei 60. Und jetzt sind wir bei 60. Ne? Da kommen noch die BAFA 4,5 runter, aktuell noch 4,5. Viele unken ja, Teslas Nachfrage sinkt und deswegen müssen die Preise sinken. Mhm. So ein ganz klein bisschen ist ja was dran. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, sie bauen Produktionskapazitäten ohne Ende aus. Ne? Berlin steigert und steigert die Rate. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 5.000 Autos pro Woche. Autos. Ne? Das ist schon richtig krass. Im türkischen Konfigurator, ja. Jetzt für dich hier direkt mal, ne, ganz frisch. Oh, ja. Im türkischen Konfigurator ist aufgetaucht der Standard aus, ja, Berlin. Ah, guck mal. Quixel. Ah, okay, krass. Ja, okay. Das heißt also, Hot News. Auf jeden Fall kommen. Ja. Ja. Und das geht jetzt schneller, als wir denken. Und klar, Tesla, wenn die direkt aus Berlin liefern, den Standard oder auch den Long Range, was ja schon passiert, das wird dir doch noch mehr Marge. Ja. Wenn das Ding hier vor der Haustür gebaut wird und ich das dann vor der Haustür verkaufen kann, ist doch logisch. Ja. Ich finde es, ich sage, wir werden beim Model 3 wahrscheinlich bei 32, 33 landen irgendwann im Sommer schon. Sehe ich ganz klar so. Abzüglich Warum? Der BAFA. Abzüglich der BAFA natürlich. Logisch. Ich rechne immer die BAFA schon runter. Ja. Es gibt ja, ja, es gibt psychologischer ja. Effekt, dann kann man sich das Auto, den Autokauf schöner rechnen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht. Also klar, aber ja, so muss man sehen. Also wenn ich das jetzt so rechne, dann sind wir bei 33.000. 33.000 für ein Model 3, was du von der Hütte. Ja. Ist nichts hier. Habe ich Lenkradheizung? Ja. Oder? Natürlich hast du Lenkradheizung. Habe ich Navi? Klar, hast du Navi. Habe ich denn auch Dashcam? Wie, das kostet bei Tesla nicht extra? Ich habe gehört. Navi ist nicht mit drin. Irgendwie, wenn du musst nur so einen Rahmen anklicken, da steht dann Long Range oder Standard oder Performance und dann hast du automatisch alle Extras. Wahnsinn. Krass. Super Wahnsinn. Einfach. Kannst du mit dem Handy machen. Wahnsinn. Nein. Okay, aber jetzt nochmal Spaß beiseite. Worauf ich hinaus wollte ist, Tesla baut immer weiter die Kapazitäten aus. Die nächste Gigafactory, Mexiko, ne, und so weiter. Da wird also noch so viel passieren. Und Tesla möchte Elektroautos einfach wahnsinnig nach vorne pushen. Sie haben immer
Angebot und Nachfrage mit dem Preis gesteuert. Also es gab Preiserhöhungen, wenn sie Richtung Lieferzeiten 3-6 Monate und länger liefen, dann gab es Preiserhöhungen und es gab Senkungen, wenn die Nachfrage sozusagen spürbar wieder ein bisschen nachließen. Also sie tarieren damit aus, wir können immer innerhalb von ein paar Wochen oder wenigen Monaten Autos liefern. Also so ein bisschen was mit Nachfrage, gemessen jetzt an der wahnsinnigen Produktionskapazität, die sie ja mittlerweile haben, ist es schon eine Reaktion darauf, meines Erachtens. Aber die ist ja völlig legitim. Das ist ja nichts Negatives. Ich sehe das aber auch, genauso wie du das sagst, dass halt die Nachfrage sinkt, dann muss auch der Preis irgendwann sinken. Ist ja mit allen Produkten so. Wir kennen das zum Beispiel, du siehst das im Supermarkt, wenn da, keine Ahnung, jetzt noch Osterhasen liegen, dann kriegst du die für 1 Euro hinterhergeschmissen. Ja. Weil sonst kauft sie ja keiner mehr. Aber Ostern hat sich erledigt. Ja. Ne? Die Schokolade ist die gleiche wie an Weihnachten, nur so zur Info. Richtig, ganz genau. Ne? Das ist derselbe Weihnachtsmann, nur in einem anderen Mantel, nur als Osterhase verkleidet. Nee, aber das ist das ja, was viele auch immer nicht verstehen. Und jetzt, wir kennen das, wir Testerfahrer kennen das. Ah, guck mal, die haben Preise gesenkt, wird nicht gekauft, gehen die Preise hoch. Ja, die können nicht, weil die kauft keiner und so. Deswegen. Und wenn die Preise hochgehen aber, dann heißt es, ja, ist klar, die können nicht liefern, dann müssen Preise höher machen. Das ist immer derselbe Spruch, den man dann hört. Aber faktisch, was man so nicht sieht, das ist wie an der Tankstelle. Mhm. Ne? Was wir jetzt mittlerweile, was Tesla normal hat mittlerweile, ich habe es gemerkt, wo ich jetzt hier zu Smashausen habe, schon länger eine Fahrt gemacht, die Preise am Supercharger sind individuell. Ja. Und das ist überall mittlerweile so. Am Anfang hat man sich super drüber aufgeregt und jetzt finde ich es cool, weil so kann ich natürlich auch selber entscheiden, wo fahre ich denn laden. Du fährst ja auch mit deinem Verbrenner, wenn du noch Verbrenner fährst, dann fährst du ja da, wo es günstig ist. Ne? So machen wir es ja auch. Ich sehe das mit den Preisen, das wird vielleicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir innerhalb von Tesla irgendwann Preise sehen, die individuell gestaltet sind. Mhm. Das heißt, die Nachfrage sinkt, dann gehen natürlich die Preise runter. Die Nachfrage steigt extrem, dann werden die Preise angezogen. Genau, das entspricht ja letztendlich dem, was an der Strombörse der Anbieter zahlen muss. Ne? Da sind Minutentakt, werden die Preise da gemacht. Ist einfach so. Und so ist es beim Auto meines Erachtens auch. Jetzt sehen wir hier zwei eigentlich ja insgesamt beides coole Autos. Den BYD Han und hier das Tesla Model Y Performance. Ronny, ganz kurz zwei Sätze zum Han, weil das werden die Leute jetzt wissen wollen. Auf jeden Fall. Ich sage euch so, wie es ist. Software ist so ein bisschen, wenn du Tesla gewohnt bist, willst du das nicht tauschen. Aber wenn du ein Auto willst mit Vollausstattung, weil BYD macht das genauso. Man muss mal ganz kurz nur bei BYD mal ganz kurz ausholen. BYD hat 40% Marktanteil in China. Wir reden hier von 1,4 Millionen Menschen. Das ist keine neue Krauterbude. Das ist nichts. Die bauen seit 10, 12 Jahren bauen die Elektrofahrzeuge. Die bauen eigene Speicher. Ihr werdet es vielleicht aus eurem PV-Speicher kennen. BYD-Batterien, die haben alles. Und das ist halt für die. Ne? Aber wie gesagt, Fahrzeug richtig gut. Top-Fahrwerk. Super verarbeitet. Aber Software, da könnte man noch ein bisschen machen. Ja, so okay. Aus Tesla-Sicht. Wir sind ja auch beides ITler, ne? Da legen wir natürlich besonderen Wert darauf. Ne? Für uns ist Autoqualität auch ganz viel Softwarequalität. Also bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ich achte nicht auf Spaltmaß. Ja. Weil ich sitze in dem Wagen drin. Wen interessiert das? Nee, bei mir ist wirklich. Guck mal, iPhone ist ja auch Apple-Nutzer. Und das muss funktionieren, das muss klicken und das muss gehen. Beim BYD, du merkst halt, du tippst drauf. Aha, jetzt geht's. Ja, okay. Okay, aber jedes neue Elektroauto ist ja ein gutes Auto. Ich finde cool, dass BYD jetzt nach Europa kommt und nach Deutschland. Vor allem, dass wir jetzt in Köln da auch einen Shop haben, im alten Tesla-Store. Ne? Ja, der ist daneben. Also mir wurde eben gesagt, der ist daneben. Gibt es Tesla noch da? Nee, der ist zu. Der ist zu, das ist ein Brenner vor. Und daneben ist aber BYD. Ich dachte, die wären im gleichen Raum. Habe ich auch gedacht, aber die haben dieselbe Garage. Die Garage habe ich erkannt. Ja, okay, alles klar. Was sagt ihr? Schreibt mal bitte in den Kommentaren, was ihr sagt zum Thema Tesla-Preisbildung. Kommen wir jetzt noch kurz zu dem Gadget, was ich euch versprochen habe am Anfang. Und zwar, ihr kennt ja hier meine Danzai-Merch-Kollektion. Ne? Hier schön steht Danzai auf dem Hoodie drauf. Und auf dem Rücken steht natürlich, lasst uns zusammen die Welt retten. Und ihr findet jetzt alle meine Restbestände bei mir im Online-Shop mit 10% Rabatt für euch. Schlagt zu, es wird diesen Drop, wie man so schön sagt, wird es nie wieder geben. Das heißt, wer noch lasst uns zusammen die Welt retten haben möchte, jetzt zuschlagen, demnächst ist vorbei. Ronny, vielen Dank, dass wir hier kurz einen Dreh gemacht haben. Und euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nino vom Lanzerblog. Ciao, ciao.